Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dich für dieses neue Video wiederzusehen. Heute sprechen wir über Apple CarPlay, eine Version von iOS für Fahrzeuge. Damit kannst du vom Armaturenbrett deines Autos aus auf die Funktion deines iPhones zugreifen. Du kannst Anrufe tätigen, Nachrichten senden und empfangen, Wegbeschreibungen anzeigen, während der Fahrt Musik hören und ähnliches. Um diese Vorteile zu nutzen, brauchst du ein Autoradio, das kompatibel ist mit der Apple CarPlay-Technologie. Da es aber so viele Modelle auf dem Markt gibt, kann es manchmal schwierig sein, die richtige Wahl zu treffen. Deshalb zeige ich dir die 7 besten Apple CarPlay Autoradios auf Amazon. Bevor wir weitermachen, nimm dir doch eine Sekunde Zeit, um den Kanal zu abonnieren. Vergiss auch nicht, die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, damit du keine neuen Videos mehr verpasst. Wenn das erledigt ist, dann lass uns zum Kern der Sache kommen. Ich lade dich ein, dieses brillante Autoradio von Sony zu entdecken, das mit der Apple CarPlay-Technologie kompatibel ist. Es hat einen reaktionsschnellen 6,4 Zoll Touchscreen, der dir klare Informationen über deine Einstellungen gibt. Es funktioniert auch mit Bluetooth und USB-Verbindungstechnologien. Mit diesen kannst du dein Smartphone ganz einfach mit dem Fahrzeug verbinden. Die Apple CarPlay-Funktion ist praktisch, weil sie dir ein besseres Benutzungserlebnis bietet. Damit kannst du bequem von Auto aus Nachrichten verschicken, Anrufe tätigen und Musik hören. Mit diesem Gerät genießt du auch eine einfache Navigationshilfe. Damit kannst du alle Verkehrsmeldungen und Fahrspurwarnungen in Echtzeit empfangen. Natürlich kannst du auch mit deinem Siri-Assistenten kommunizieren, um Spracheinstellungen vorzunehmen, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Das Autoradio ist außerdem mit 4x55 Watt und extra tiefem Bass ausgestattet, um eine außergewöhnliche Audioqualität zu gewährleisten. Und schließlich ist die Installation in deinem Fahrzeug dank des Plug-and-Play-Systems ganz einfach. Du wirst also keinerlei Probleme haben, dieses Radio in deinem Fahrzeug anzubringen. Das FUV-Autoradio ist äußerst praktisch. Um dir ein besseres Nutzungserlebnis zu bieten, ist das Gerät mit mehreren Fahrzeugmarken kompatibel. So kannst du es mit deinem Auto verbinden und alle Funktionen nutzen. Für eine optimale Leistung ist dieses Autoradio mit einer Octa-Core-CPU ausgestattet. Das verkürzt die Ladezeit und ermöglicht es dir, Informationen in Echtzeit zu erhalten. Außerdem kannst du mit dem Dual-DIN-System dein Smartphone über eine Wi-Fi-Verbindung oder ein USB-Kabel synchronisieren. Damit kannst du Anrufe tätigen, Nachrichten senden, Musik hören oder Navigationskarten anzeigen und ähnliches. Das Gerät unterstützt außerdem eine kabellose Rückfahrkamera und einen Dualkameraeingang. Du kannst die Straße sehen und sicher fahren. Außerdem verfügt das Gerät über eine externe GPS-Antenne, ein GPS-Empfängermodul und eine Navigationskartenanwendung. All diese Elemente bieten dir ein großartiges Navigationserlebnis auf der Straße. Schließlich unterstützt das Autoradio mehrere Sprachen. Italienisch, Englisch, Französisch oder auch Deutsch. Setzen wir unsere Auswahl mit diesem Autoradio von Hikiti fort. Dieses ist mit der Apple CarPlay-Technologie kompatibel. Es bietet Bluetooth-Konnektivität und hat einen USB-Anschluss, über den du dein Smartphone ganz einfach anschließen kannst. Damit kannst du dich am Steuer entspannen, während du Musik hörst. Du kannst auch damit telefonieren und dich über die Navigationskarte auf dem Armaturenbrett navigieren lassen. Die Bedienoberfläche ist sehr benutzerfreundlich und die Installation ist dank der geringen Größe sehr einfach. Es wird jedoch ohne Stecker verkauft. Du kannst jedoch ein zusätzliches Armaturenbrett-Kit für eine geeignetere Ausstattung kaufen. Es ist auch erwähnenswert, dass dieses Autoradio eine Spiegelfunktion deines Smartphones und die Rückfahrkamera unterstützt. Sein HD-Bildschirm zeigt dir automatisch ein umgekehrtes Bild, wenn du rückwärts fährst. So kannst du mit maximaler Sicherheit einparken. Das Gerät hat auch einen UKW-Empfänger mit Speicherfunktion, damit du deine Nachrichten, Sendungen und Wettervorhersagen im Blick hast. Außerdem verfügt es über eine TF-Karte, einen Subwoofer-Ausgang und einen AUX-In-Audio-Eingang. Die Bedienelemente befinden sich zudem direkt am Lenkrad. Du kannst auch die Hintergrundbeleuchtung deines Bildschirms anpassen, ganz wie es deinen Vorlieben entspricht.
Dieses Apple CarPlay Radio von Sony hat einen extrem reaktionsschnellen 15,7 cm großen HD-Touchscreen. Es gibt dir Zugang zu klaren und präzisen Informationen über deine Navigations- und Multimedia-Daten. Die Steuerung ist intuitiv und einfach. Verbinde einfach dein iPhone, um deine Routen abzurufen, Haltestellen zu finden, deine Musik abzuspielen, Sprachbefehle zu nutzen und vieles mehr. Außerdem ist es mit einem digitalen Übertragungssystem für eine bessere Tonqualität ausgestattet. Und mit dem DAB Plus Empfang kannst du eine große Vielfalt an Musik genießen. Außerdem hat es eine extrem kleine Stellfläche und ein externes Mikrofon, um Hintergrundgeräusche zu eliminieren. Dieses Autoradio hat einen SD-Kartenleser, USB, AUX-In und RCA-Anschluss. Dank diesen verschiedenen Eingängen kannst du dein Smartphone ganz einfach anschließen und optimal nutzen. Die Tasten sind mit einer siebenfarbigen Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Die Hintergrundbeleuchtung ist praktisch, denn sie ermöglicht es dir, die Beleuchtung deiner Tasten für eine bessere Sichtbarkeit anzupassen. Die Steuerungsfunktion am Lenkrad ist auch sehr praktisch. So kannst du sicher fahren und gleichzeitig alle Funktionen des Autoradios nutzen. Dieses Apple CarPlay Autoradio hat auch eine Rückfahrkamera-Eingabefunktion. Damit erhältst du die Bilder automatisch auf dem MP5-Bildschirm deines Geräts. Das ist sehr praktisch, denn es hilft dir, sicher zu parken. Und mit der Apple CarPlay-Funktion kannst du ganz einfach auf die Icons auf deinem iPhone zugreifen. So kannst du einfach Siri-Sprachbefehle verwenden oder den Touchscreen benutzen. Du kannst verschiedene Funktionen wie Karten, Musik, Hörbücher, Podcasts, Textnachrichten oder sogar das Radio damit steuern. Es ist unmöglich, über die besten Autoradios zu sprechen, ohne das Scoomaxcon zu erwähnen. Es ist für viele Modelle von Volkswagen, Seat und Skoda geeignet. Mit diesem Autoradio kannst du dank Apple CarPlay alle Funktionen deines iPhones auf der Straße genießen. Du kannst den Bildschirm deines Geräts nutzen und die Funktionen und Anwendungen deines Smartphones anzeigen. Außerdem kannst du mit den Steuertasten deine Einstellungen vornehmen. Apple CarPlay ist auch mit Siri kompatibel. Du kannst deinen Sprachassistenten nutzen, um verschiedene Aufgaben zu erledigen. Anrufe tätigen, Nachrichten empfangen und senden, Musik hören und ähnliches wird jetzt ganz einfach sein. Dafür musst du nicht einmal den Blick von der Straße nehmen. Du solltest jedoch wissen, dass die Apple CarPlay-Funktion dieses Autoradios nur iPhones mit Lightning-Schnittstelle unterstützt. Außerdem funktioniert es nur mit dem Original-Apple-Kabel, sodass du dich auf eine unterbrechungsfreie Verbindung verlassen kannst. Wir beenden dieses Ranking mit dem Atoto F7. Es ist mit der Apple CarPlay-Technologie kompatibel und ermöglicht es dir, dein iPhone unterwegs zu nutzen. Du kannst dein Smartphone über USB anschließen und Anrufe tätigen, Musik hören, Nachrichten senden und empfangen und Wegbeschreibungen abrufen. Außerdem kannst du die Auto-Link-Option des Gerätes nutzen, um Inhalte von deinem Smartphone auf das Display des Autoradios zu übertragen. Das ist praktisch, da es Apps anzeigt, die von CarPlay nicht unterstützt werden. Außerdem ist es einfach zu bedienen. Wenn du dein Smartphone mit dem Autoradio verbindest, erkennt das System automatisch Apple CarPlay und führt es aus. Dieses Apple CarPlay Autoradio verfügt außerdem über das 178 Grad Full View IPS Display. Dieses verbessert dein Seherlebnis und zeigt deine Navigationshinweise deutlich an. Außerdem verfügt es über alle Funktionen eines herkömmlichen Autoradios: AM/FM Radio Tuner, USB Media Player, Telefonanschlüsse und so weiter. Allerdings wird empfohlen, es mit einem Apple Originalkabel zu verwenden. Das war's, Leute, wir haben das Ende unseres Videos erreicht. Ich hoffe, es hat dir gefallen und was noch wichtiger ist, dass es dir geholfen hat, eine bessere Entscheidung für deinen Kauf zu treffen. Wenn du es nützlich fandest, dann zögere nicht, uns zu liken und den Kanal zu abonnieren. Ich lade dich auch ein, die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, um über kommende Veröffentlichungen informiert zu werden. Danke dir für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns bald mit einem neuen Video.